unmöglich war für Menschen, menschlich denkt. Ich habe Jesus gesagt, also ich muss Ihnen sagen, war ich noch nicht Erneuerung, aber in meinem Leben war das immer so drin. Ich habe Jesus gesagt, weißt du Jesus, wenn du mir diese Uhr zurückgibst, und zwar nicht, darf nicht kaputt sein, ganz sein, mir das zurückgibt, dann weiß ich hundertprozentig, dass ich wieder nach Deutschland gehe. Dass dein Plan ist, so ein Gebet. Könnt ihr euch vorstellen? Man kann schon so machen. Das habe ich laut gebetet. Und das war eine Straße, eine Hauptstraße, Palakkad in der neben Busstand. Könnt ihr euch vorstellen? Mittags um 12 Uhr rum. Hin und her, so viel Auto und Bus und Fahrräder und Ochsenkarre, alles war dabei. Und die Leute, Menschen und die Schulkinder, alles. Und ich steige gleiche Ort aus und in diesem Moment gucke ich auf den Boden, mein Uhr hat mit mir gelächelt. Das war auf den Boden gelegen. Könnt ihr euch vorstellen? Ich habe geweint. Ich habe gesagt, Jesus, ich danke dir. Ich gehe jetzt gerne und sicher, jetzt weiß ich hundertprozentig, dass dein Plan und dein Wille ist. Bin in der Kapelle gerannt. Die Schwestern haben gerufen, komm schnell, Eiscreme wird, läuft es aus. Es wird so wasserig. So lange warten sie auf mich, Abschied zu feiern mit Eis essen. Ich habe gesagt, ich will kein Eis und nichts. Ich habe so eine Freude jetzt, was ich erlebt habe. Ich habe denen das erzählt. Das ist Gebet. Nicht nur Gebet, was ist noch dabei? Glaube. Vertrauen und Glauben, dass der Herr mein Gebet erhört und auch eine Antwort gibt. Und er weiß, jeder von uns, alles, ob wir uns bewegen, wie wir uns benehmen, lächeln wir andere gegenüber oder so machen, egal was wir machen. Es sieht alles. Glaubt ihr das? Ja. Es war nur ein bisschen leiser, ja, die anderen denken, ich schlafe lieber ein. Ist das nicht gut? Die Erfahrungen, sagen wir mal so, steigen dreimal Halleluja. Schauen Sie Ihre Nachbarn an, ob sie wach geworden ist. Wir Menschen können seine Pläne nicht ändern. Manchmal müssen wir jahrelang auf eine Antwort auf unser Gebet warten. Aber wenn ich denke, ich weiß hundertprozentig, dass er mein Gebet schon hört, und er wird auch erhören das. Irgendwann, 20 Jahre, 30 Jahre, vielleicht nach 40 Jahren. Hauptsache, dass wir nicht weggehen, weglaufen von Gott, und schimpfen mit ihm. Warum machst du sowas? Ich bin wieder krank. Nein, Gott, wir gehören zu ihm. Ich bin persönlich, ich selber bin sein Eigentum. Er kann machen, was er will. Nur wir dürfen nicht machen, was wir wollen. Gott hat uns alles gegeben, damit wir mit ihm leben können. Die Beziehung zu Jesus immer erneuern in unser Leben. Nicht nur, wenn Sie alle 4 Wochen oder 8 Wochen einmal hier sitzen. Ganz bewusst hören, es gibt schon einige da, die wirklich immer dabei sind. Ich freue mich, dass Sie so Durst haben und nicht genug davon haben. Halleluja. Manche haben nie genug davon. Und was sagen Sie dazu? Wir lesen in Lukas Evangelium über die Ankündigung und Geburt Johannes des Täufers. Sicher haben Elisabeth und Zacharias
in jungen Jahren um ein Kind gebetet. Glaubt ihr nicht? Wo sie jung waren. Aber das Gebet ist angekommen. Das liegt schon, ihre Gebetsanliegen schon bei Gott. Sieht schon Jahren sicher. Und einmal macht ihr das auf. Oder? Das geht nie, das ist nie umsonst. Aber erst als im Plan Gottes die Zeit erfüllt war, ist in ihrem Alter, als sie nicht mehr damit gerechnet haben. Es war sicher ein Schock, oder? Eine alte Frau Elisabeth, ihr Gebet erhört wurde. In Johannes Evangelium 11,3 lesen wir, wie Martha und Maria Jesus mitgeteilt haben. Was haben sie mitgeteilt? Der Bruder Lazarus ist krank oder er liegt im Sterben. Was haben sie gedacht? Sofort kommt Jesus. Aber er hat das nicht gemacht. Ich bin sicher, dass er gewartet hat, bis er gestorben ist. Damit sie sehen, welche Macht Gott hat. Gott kann alles. Und dadurch viele Menschen, durch ein Zeichen und Wunder, kommen viele Menschen zum Gott, oder? Die kommen zum Glauben. In einer Familie, eine einzige Person von sieben Mädchen, ein Mädchen kam zu mir, eine Frau. Und Jesus hat durch mich gesprochen, ihr ganzes Leben lang, was alles war, vieles hat er aufgedeckt und gesagt, damals und das hast du noch nicht und das und jenes. Manchmal habe ich gezeichnet Bilder, ein Zahnarzt macht was mit dir, Zahn ziehen und was weiß ich, schrecklich, ohne Spritze, ohne Schmerzmittel. Das war, wo sie 15 Jahre alt war. Aber Gott hat alles aufgedeckt. Was wollte denn? Ich habe gedacht, was schreibe ich? Was sehe ich? Das war 1999. 2000 war das. Und sie ist heimgegangen. Außer Zahnarzt-Sachen, alles haben die anderen auch schon gemacht gehabt. Die haben alles zusammen gelesen. Das waren die sechs hier. Sie haben alles gelesen, haben alle verstanden. Sie sind gleich zum Beichten gegangen. Das ist wieder schön, oder? Arme Vater. Nach 2, 3 hat er schon rausgeguckt, wie viele kommen mit nur gleichen Sünden her. Und woher kommen sie alle? Ja, Jesus hat geschickt. Und sie sehen, jetzt sind sie immer dabei. Wen er liebt, züchtigt er und schlägt er. Durch Krankheiten suchen wir auch immer mehr Gott. Und jetzt, was ist passiert hier? Jesus kam, nachdem Lazarus tot war, um ein größeres Wunder zu wirken, um ihn ins Leben zurückzurufen. Das sehen wir, wir müssen immer geduldig warten, wann es für Gott Zeit ist. Und zu allem Ja sagen, am besten Ja sagen. Er weiß, warum das so ist. Dann haben wir immer Gewinn. Sie können zurückschauen, wie alles in ihrer Familie auch geworden ist. Manche Familie, eine Person kommt und andere kommen alle dazu. Halleluja. Manchmal müssen wir auch jahrelang auf eine Antwort, auf unser Gebet warten. Deswegen müssen wir Geduld haben. Das haben wir schon gesagt. Nun möchte ich noch eine Erfahrung erzählen, wieder von der Familie. Ich habe einmal einen Brief bekommen, 1969, von meiner Schwester, verheiratete Schwester. 14 Jahre verheiratet, noch kein Baby. Aber sie holt ein Kind ab, so schreibt sie. Sie geht morgen in ein Waisenhaus, sie holt ein 7-jähriges Junge. Und ich habe eine Nachtwache gehabt. Ich habe meiner Mitschwester gesagt, wie kann sie so eine Dummheit machen? Das soll ein neugeborenes Kind sein.
bin gleich in der Kapelle gegangen. Ich habe gesagt, Jesus, hast du gehört? Wie kann sie sowas machen? Siebenjähriges Kind. Sie soll ein neugeborenes Kind haben. Und sie hat auch geschrieben, damals waren mehr Briefe. Das Kind, die Kleider nehme ich mit, was er braucht, und ich werde morgen mein Kind abholen. Mein Anruf ist gleich angekommen bei Jesus. Er hat sofort die Sachen geändert. Was hat er gemacht? Meine Schwester hat mir nach 14 Tagen nachher geschrieben. Ich bin dorthin gekommen. An der Pforte war ein Korb, so ein Kinderkorb. Ein Säugling war da drin gelegen und hat geschrien, geweint. Dann habe ich das Kind genommen. Dann war das still. Und dann kam die Oberin und hat gesagt, willst du das Kind haben? Kannst es haben. Der andere Junge müsste von einem anderen Heim kommen, aber er ist krank geworden. So hat meine Schwester ein Mädchen also bekommen. Ein Kind, Säugling. In dem gleichen Jahr, nach 8 Wochen, ist sie schwanger geworden. Sie hat ein Junge bekommen. Halleluja. So, Gott ist großzügig. Um ein Kind bitten, dann gleich 2. Halleluja. So, wir sollen alle in allem unsere Erfahrungen Jesus seine Wille sehen, sein Plan. So, das ist alles Antwort für Gebet. Ich weiß nicht, wie Sie beten. Beten Sie nur kurz und wenn Sie nicht bekommen, was sagen Sie? Es gibt eine gute Heiler in der Nachbarsort. Da gehen wir hin. Oh je, die sagen alle, oh je, die schon mal bei Heiler waren. Sie wissen, wie schlimm das ist. Die Leute rennen sofort hin. Und was kaufen sie da ein? Viele Belastungen und Probleme. Zum Beispiel, manche haben keine Geduld und Ausdauer beim Beten. Die Tochter eines Professors hat Neurodermitis und ihre Familie hat lange gebetet. Sie war 18 Jahre alt, ohne Erfolg, ganzer Körper voll, solche Kratzer und alles voll, ganze Haut ist krank. Und was haben sie gemacht? Sie haben Hilfe beim fremden Götter gesucht. Sogar haben sie 5 Tage ein Seminar bei einem Heiler teilgenommen. Wisst ihr, was das bedeutet? Heiler hat mit anderen Macht zu tun gehabt. Hautkrankheit wurde schwächer in diesen 4 Tagen, aber später, dadurch waren alle 3 in der Familie von bösen Mächten gebunden. Es waren Zeichen waren da, Fenster sind alleine auf und zu gegangen, Lichter aus und angegangen, viele, viele Probleme gegeben. Und sie waren bei uns, beim Beten. Wir haben erlebt, wie schlimm für sie das war. Ich muss gerade an die Stelle denken, Jesaja 59, 1. Seht her, die Hand des Herrn ist nicht so kurz, um zu helfen. Sein Ohr ist nicht schwerhörig, so dass er nicht hört. Manchmal meinen wir, er hört schlecht. Er braucht ein Hörgerät, oder? Wo waren wir? In Erfurt-Gegend. Da habe ich gefragt, ist jemand schwerhörig hier? 8 haben davon gemeldet. Mit Hörgerät habe ich gefragt. Da sind sie alle 8 nach vorne gekommen. Und 7 davon haben ihr Hörgerät weggemacht. Wer war dabei? Wer hat das erlebt? Halleluja. Halleluja. Einer konnte nicht. Hat aus einer Gründe. So,
So, jetzt kommen wir wieder über die Hautkrankheit in dieser Familie. Das war ein ganz schlimmer Zustand. Und Jesaja 59 steht geschrieben: Nein, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind eure Vergehen, eure Sünden verdecken sein Gesicht, so dass er euch nicht hört. Habt ihr verstanden? Wenn wir in Sünde leben, das ist eine Blockade, kann Jesus nicht heilen oder Gebet nicht erhören. Seht her, die Hand des Herrn ist nicht so kurz, um zu helfen. Sein Ohr ist nicht schwerhörig, so dass er nicht hört. Er ist bereit, dir zu helfen. Aber das heißt, nein, was zwischen euch und eurem Gott steht, das sind deine Vergehen. Deine Sünden verdecken sein Gesicht, so dass er euch nicht hört. Jetzt bei dieser Familie, die ganze Familie hat verstanden, was sie falsch gemacht hat. Gott sei Dank sind sie zum wahren Gott zurückgekommen. Der Herr hat ihre Sünden vergeben, nachdem ihnen bewusst geworden war, was sie falsch gemacht haben. Das ist wichtig. Der ganzen Familie geht es wieder besser. Wir müssen ihm überlassen, wie lange wir auf seine Antwort zu warten haben und wann wir geheilt werden oder nicht geheilt werden. Das ist auch sein Plan. Unter uns sitzt jemand, 30 Jahre konnte ohne Krücke nicht laufen, nach einem schweren Unfall. Und er wurde geheilt. 30 Jahre hat Gott ihn warten lassen. Nachher hören wir dieses Zeugnis. Wir sollen ständig beten. In Thessalonicher Brief 5,17 lesen wir: Betet ohne Unterlass. Das heißt, das ganze Leben soll auch ein Gebet sein. Das größte Gebet ist die Heilige Messe selbst. Ich weiß, dass Sie jeden Tag zur Heiligen Messe gehen, oder? Oder? Wer kann nicht jeden Tag zur Heiligen Messe gehen? Nicht gehen? Weil das so weit weg ist? Und wie weit ist das von Ihnen weg? Wie weit ist das? Kann jemand sagen? 20 Kilometer weg? Sagt niemand was. Dann können Sie nicht gehen, oder? Aber es gibt jemand, 25 Kilometer fahren, einen Weg und wieder zurückkommen. Und damit er jeden Tag Heilige Messe hat. Das ist eine Botschaft für ihn bekommen damals. Und er hat mir gleich gesagt, kann er nicht. Dann habe ich wieder erzählt, das ist Gottes Plan. Er will ihm vieles schenken. Und er hat das gemacht. Und seitdem Gottes Segen. So viel Segen in sein Leben. Ist der Silberhorn da heute? Heute ist er nicht da. Er fährt 250 Kilometer zum Gebetstag hierher. Und 250 Kilometer fährt er zurück. Fast jedes Mal Gebetstag ist. Manchmal kommt er mit alle 6 Kindern. Halleluja, jetzt hat er 6 Kinder inzwischen. Also, wie wichtig Heilige Messe ist. In der Heiligen Messe danken wir Gott für den Tod und die Auferstehung seines Sohnes. Auch für die Erlösung. Er gibt auch die Nahrung für das tägliche Leben in der Heiligen Kommunion. Vielen ist nicht bewusst, was in der Eucharistiefeier geschieht. Oder ist das eine Routine, das Gleiche? Ah ja, es macht das so und danach macht das so und fertig. Als Kinder, meine eine Cousine hat immer gesagt, sie ist spät gegangen zur Heiligen Messe. Dann hatte ihre Mutter gefragt, und was war denn? Dann hat sie gesagt, wo ich angekommen bin, hat er gesagt, geh nur in Frieden.
Sie ist inzwischen schon eine 80-jährige Frau, aber sie denkt noch alles noch, was sie angestellt hat. Ja, der Herr spricht zu uns durch sein Wort, durch das Evangelium. Das ist auch sehr wichtig, dass wir ernst nehmen. Nicht nur der Pfarrer soll alleine Messe lesen. Wenn wir alle mitmachen, dann sind wir alle dabei. Wir lesen in Markus Evangelium 11,24: Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Schon vorausglauben. 1992, bei einem Gebet, hat ein begnadeter Priester mir gesagt, dass die Marita bekommt erst ein kleines Haus, nachher ein großes Haus, nicht weit weg von Frankfurt. Ich habe es sofort geglaubt. Ich habe einfach nicht nur geglaubt, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, für meinen Missionsdienst, dann habe ich immer große Häuser angeguckt. Jesus, meinst du das? Ist eigentlich nicht schlecht. Da steht schon ein Muttergottesstatue. Oder dort steht ein Kreuz. Ist das vielleicht? War alles nicht. Aber ich habe gewusst, er hat versprochen, wir bekommen das. Erst haben wir Kleines bekommen, nachher ein großes Haus bekommen. Halleluja. Wir dürfen nicht verzweifelt sein und irgendwelche Dummheiten machen. Vorher haben wir einige Häuser angeschaut. Schloss war das. In München. Oh je, wo wir reinkommen sind, haben wir gespürt, welcher Geist da drin ist. Wir haben gesagt, wir gehen gleich raus. Aber es war nicht. Eben das war nicht. Und so immer in Kontakt mit Jesus geblieben, oder? Das ist wichtig in unserem Leben. Ich gleich sage, hast du mal versprochen und wo ist das Haus? Wenn er gesagt hat, man muss Zeit nehmen, das Haus muss ja bauen erst, oder? Es war schon gebaut. So, ich habe auch selbst eine Angewohnheit. Wenn ich ihm etwas bitte, möchte ich gleich dafür danken. Was passiert denn? Bevor ich es empfange, dann bleibt dem Herrn nichts anderes übrig, als mir das zu geben. Ich habe mich schon bedankt. Kann er sagen, nein, ich gebe dir nicht. Versuchen Sie mal. Danken Sie Gott gleichzeitig. Nicht nur bitte. Sagen Sie, ich danke dir für das. Da kann er nichts mehr ändern, seine Einstellung. Ich möchte auch eine Erfahrung erzählen. Hoffentlich wird Ihnen nicht langweilig, wenn ich es erzähle. Vielleicht haben Sie schon mal gehört. Wir haben ein neues Haus bekommen, ein kleines erst. Da waren nur zwei Betten, das war ohne Möbel, war das als dieses Haus, ein Pfarrhaus. Und wir haben nur notwendigste Möbel gehabt. Wir haben ja gewusst, dass wir nachher ein großes Haus bekommen. Das war ja sicher. Und dann war ein kleiner Couch da im Wohnzimmer. Und oben war ein Jesusbild gehangen. Das sehen Sie immer wieder, vielleicht hier auch. Nein, das ist nicht hier, das ist ein anderer. So, Jesusbild. Dieser Jesusbild, Schwester Juliane war dabei und ich. Ich habe so gesagt, ich habe ihre Hand so gehalten, habe gesagt, Jesus, du weißt, gestern war der Vater Zacharias hier zum Schlafen. Er konnte auf dieser Couch nicht liegen, weil das so klein war. Kannst du uns nicht ein größeres Couch schenken? Und dann, Schwester Juliana, sie hat das gleich geglaubt, scheinbar. Hat sie gesagt, was macht man mit den Kleinen? Das ist typisch deutsch, ne? Sofort. Aber was denke ich? Das ist doch egal, wohin? Hauptsache, dass wir einen Couch kriegen. Ich habe Jesus gesagt, bitte ein größeres Couch bringen, aus dem ein Bett machen kann. Da kann jeder, auch große Leute, da drauf liegen. So war mein Gebet. Eine Woche später war eine Frau da. Und die Frau
die früher mein Gebetskreis war, 92 schon, sie wollte mir helfen, Vorhänge nähen. Und ich war nebendran in der Küche. Einmal sagt sie, sie hat Vorhänge genäht, sie hat auch Geistesgaben. Dann hat sie gesagt, kommen Sie mal her, Schwester Margarita. Dieser Jesus hat mir eben was gesagt. Ich soll Ihnen mein Couch bringen. Dann habe ich gesagt, ist das nicht ein Couch, aus dem man ein Bett machen kann? Dann hat sie mich gefragt, woher wissen Sie das? Dann habe ich gesagt, weil ich sowas bestellt habe. Ich weiß ja, was ich bestellt habe. Und was war denn? Nicht nur Couch, alles dazugehörende, Sessel und auch Wohnzimmerschrank, alles hat sie gebracht. Das ist unser Gott. Nur so Kleinigkeit, nur eins gebetet, 10 dazu geschenkt. Manche sitzen da, ja, sie kriegen natürlich das. Bei Gott gibt es keine Stiefkinder. Er liebt jeder von uns. Es kommt darauf an, wie wir auch zu ihm sind. Ob sie auch mit ihm leben. Nicht nur, ich brauche das und wieder, Jesus darf alleine sein und zuschließen, Raum, und fortgehen. Es geht nicht, immer muss man in Kontakt bleiben. Also, sehr schöne Geschichte, oder? Ja. Wie der Herr das macht. Nun möchte ich Ihnen noch eine Erfahrung erzählen. Ich glaube, das habe ich nichts gesagt. Also, Jesaja 65, 24 geschrieben steht, schon ehe sie rufen, gebe ich Antwort. Während sie noch reden, erhöre ich sie. Und ich möchte sie damit ermutigen jetzt. Ich habe gesagt, ich war zuständige Schwester im Pflegeheim und einmal war ein Mann sterben gelegen. Er war reich und er war Heimbewohner, so normale, noch kein Pflegefall gewesen. Immer habe ich ihm gesagt, wollen Sie nicht beichten. Er hat gesagt, ich will das nicht. Ich brauche das nicht. Einmal hat mich Nachtwache geholt. Er liegt im Sterben. Kommen Sie schnell. Mal morgens um 6. Und als ich gelernt habe, habe ich gesagt, gehst du nur zur Heiligen Messe? Es war ein Sonntag. Ich bleibe bei ihm, bis du kommst, und dann kann ich hier gehen. Und er lag so, eine Seite gelähmt. War alles schon ganz kalt. Aber eine Augen zu. Und ich habe gewusst, diese Seite kann er mich hören oder auch Augen bewegt, auch guckt er mich an. Ich habe so gedacht, Jesus, die kleine Therese von Lisieux hat gebetet einmal. Kennt ihr diese Geschichte? Ein Mann, der nichts bekehren wollte, er war schon, muss das sicher so lesen. Er hat Franzini geheißen. Für einen Verbrecher hat sie gebetet. Er war zum Tod verurteilt. Franzini wollte von Gott nicht wissen. Die kleine Therese hat gebetet, damit er zum Gott kommt. Nur ein Zeichen gebetet. Und dann hat sie nächsten Tag in der Zeitung gelesen, nachdem das alles vorbei war, dass Franzini als bereits auf dem Galgen gestanden ist und als der Priester ihm das Kreuz entgegenstreckte, der hat das Kreuz geküsst. Halleluja. Halleluja. Das war ein Zeichen. Und ich habe dann das Kreuz angeschaut im Zimmer. Ich habe gesagt, Jesus, du kannst alles. Du kannst auch Franzini bestätigt, dass das zu dir gekommen ist. Und ich bitte dich auch um Zeichen. Ich habe so gesagt zu ihm, ich bin sicher, dass sie mich hören, habe ich gesagt.
Wenn Sie möchten, dass ich für Sie jetzt bete, dann machen Sie bitte die Augen auf, ein Auge auf. Und in diesem Moment habe ich ihn nur gefragt, wollen Sie nicht mit Gott ein neues Leben jetzt anfangen? Er machte sein Auge auf und weinte bitterlich, dieser Kranke. Nach 5 Minuten ist er gestorben. Ist das nicht wunderbar? So ist unser Gott. Ich muss glauben. Ihn werde ich nie vergessen. In meinem Leben nicht. So ein Sturkopf. Jedes Jahr bin ich 3-mal zu ihm gegangen und gesagt, wollen Sie nicht beichten, wollen Sie nicht beichten. Aber letzten Moment, ich bin sicher, das war wahre Reue bei ihm. Apostelgeschichte, Kapitel 1, 14 lesen wir. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet. Wir beten nicht alleine. Wenn wir beten, der Heilige Geist hilft uns zu beten. So lesen wir in Römer 8, 26. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein, mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. In 2. Korintherbrief 12, 9 lesen wir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Leider ist nur noch 5 Minuten Zeit. Ich möchte Ihnen noch was sagen. Einmal von vielen Jahren her wollten wir, da ein Team aus Indien hier war, hat der Priester Zuständige mich angerufen von Indien und gesagt, wir wollen nach Israel gehen. Ich habe gesagt, ja, ist recht, wir gehen nach Israel. Ja, ist schön, habe ich gesagt. Sonst alle Programme organisiert, Schweiz und Deutschland. Und wo sie gekommen sind, habe ich gefragt, haben sie, sie haben keine Visum für Israel, ich soll sorgen dafür. Also das habe ich auch geholt. Und dann waren wir in Flugzeug gesessen nach Schweiz. Von Schweiz aus gehen wir nach Tel Aviv. Und in diesem Moment denke ich, ich frage ihn, wissen Sie, wo wir in Israel hingehen? Wo kommen wir hin? Welches Hotel? Dann fragt er mich, ja, hast du das nicht organisiert? Ich habe gesagt, ich kenne doch Israel nicht. Ich habe nichts. Ja, wir auch nicht. Ja, was sagt er dazu? Dann habe ich zu Jesus gesagt, die 3 waren ganz gelassen da gesessen. Oh, ist das schön und alles. Aber ich habe beschäftigt, wo wir hingehen. Ja, Exerzitien organisieren kann ich hier. Aber eine Fahrt nach Israel, ich habe damit nichts zu tun. Gott sei Dank habe ich ihn gefragt. Dann habe ich gesehen, eine Frau sitzt ganz alleine mit einem Kind. Ich habe gemeint, irgendwas rede ich mit ihr, vielleicht kriege ich was raus. Ich habe gesagt, wo gehen Sie hin? Dumme Frage, die fliegen alle nach Tel Aviv. Aber mit Absicht, dass sie auch nach Tel Aviv. Dann habe ich gesagt, ja, wer holt sie ab? Eine meiner Freundin, die ist 5 Jahre schon in Israel. Dann habe ich gedacht, Gott sei Dank. Dann hat sie gesagt, wollen Sie, ist jemand dort, wo Sie abholen? Dann habe ich gesagt, nein. Dann können Sie mit mir gehen. Dann habe ich gesagt, es geht nicht. Die 3 da, die gehen auch mit mir. Dann haben sie gesagt, hat sie gesagt, das macht nicht. Eben hat sie angerufen und gesagt, Ihr Auto ist kaputt gegangen, es funktioniert nicht. Sie kommt mit Ihrem Bus. Dann habe ich gedacht, Gott sei Dank hast du für uns das Auto kaputt gemacht. Also gut, aber wir müssen das immer ernst nehmen. Versteht ihr? Das ist für mich, das ist für mich. Das ist wichtig, Glaube. Und dann bin ich, ja, Sie können mit uns fahren. Wohin? Weiß ich nicht. Dann habe ich ich habe gesagt, ich sitze vorne, will mit der Frau unterhalten. Ich habe gesagt, wissen Sie, wo hier ein Haus gibt, wo Schwestern und Priester übernachten
wo nicht so teuer ist. Dann sagt sie, ich kenne nur ein Haus. Wollen Sie da aufsteigen? Ja, was soll man machen? Wir können ja nicht weiterfahren mit dir. Ich habe gesagt, ja, wir gehen dorthin. Und ich sage, alle drei können fließend Englisch. Ich muss manchmal auch denken, welche Worte ich brauche. Aber die meinen, sie sind nicht zuständig, sie standen die drei so.